Das Gesetz, gewidmet Frank Safka. Nehmen wir mal an, meine Texte wären wie Textilprodukte. Ich selbst wäre Chefin des Unternehmens C bis A. Damit sich meine Arbeit bei den meist eher bescheidenen, als Fahrgeld betitelten Gagen des Slammers lohne, müsste ich en masse produzieren. Schließlich wäre es peinlich, sich kein Jahresgehalt von mindestens 389.000 Euro auszahlen zu können. Das wären dann, internen Berechnungen zufolge, 77.800 Auftritte pro Jahr, die ich absolvieren müsste. Gerundet 213 Auftritte pro Tag. Selbst wenn ich eine multiple Persönlichkeitsstörung hätte und jeder meiner 5 alternativen Persönlichkeiten ebenfalls eine multiple Persönlichkeitsstörung hätte und deren Persönlichkeiten wiederum, Sie verstehen schon, hätte ich immer noch ein Problem. Beziehungsweise dann hätte ich ganz viele Probleme, aber ich meine mit dem Jahresgehalt verdienen. Da ich dann in so vielen weit entfernten Städten auftreten müsste, dass ich das Fahrgeld vielleicht wirklich zum Fahren benötigte. Und weil ich Lyrikerin wäre und nicht Popstar, bräuchte ich ab und zu mal einen neuen Text. Der müsste mit so geringer Eigenarbeit produziert werden, dass es gerade noch legal wäre. Also eher wie die Dissertation von von der Leyen und nicht die von Giffey. Ich würde meine Produktion ins Ausland verlagern. Hyperbeln kämen aus der USA, Understatements aus Großbritannien, gefälschte Statistiken aus dem Vatikan und Vorurteile aus Polen. Überarbeiten würde es das Ganze dann Pressezensoren aus Nordkorea, die sind sehr genau. Allerdings wäre es ineffizient, diesen Text dann auf die Drecksarbeit der Wortsuche und Recherche zu überlassen. Den Wortschatz würden also Kinder in Somalia bergen. Da würden Zuarbeiterfirmen regelmäßige Begabungstests durchführen. Die 5-Jährige mit hoher verbaler Kompetenz würden von den Eltern getrennt und in Trainingslager gestellt. Anschließend würden sie mit Laptops und Wörterbüchern in kleine Zellen gesperrt, wo sie Tag und Nacht auf Wortsuche gingen, sodass sie mit 10 Jahren halb blind würden, die putzigen Genies. Wo war ich? Ah, not to forget, on every Schnittstelle of my Unternehmen, there would be a Übersetzer. Hätte ich ein solches Unternehmen, könnte ich mich zurücklehnen. Das Einzige, was nervig werden könnte, wäre, wenn nun ein Gesetz verabschiedet werden würde, welches die Lieferketten in der Kulturindustrie unter die Lupe nähme. Ein solches Gesetz würde mich in Teufels Küche bringen. Könnte mich in Teufels Küche bringen. Natürlich würden ich und meine Kollegen ihr mühevoll Erspartes zusammenkratzen, um die Regierung doch noch von einem milderen Kurs zu überzeugen. Doch trotz höchster Bestechungsspendengelder wäre es wohl unvermeidlich, dass die Regierung wenigstens so tun müsste, als ob sie etwas täte. Sie würde wie eine Schnecke vorsichtig ihre Fühlerchen ausstrecken, um herauszufinden, ob ich sie denn auch überzeugend genug anlügte. Zu diesem Zweck käme dann der Beamte Herr Holzblock an meine Tür. Das ist wie stille Post, erklärte ich dem Beamten das Problem mit der Lieferkette. So wie normalerweise aus Fischers Fische frisst fresches Schnitzel, Paul ist doof wird. Es ist hier so, dass ich eigentlich nur meinte, ich möchte mehr Texte für weniger Geld. Und die in Somalia haben eben verstanden, man müsse Frauen dazu zwingen, mehr Kinder zu gebären. Sehen Sie, es hat nichts miteinander zu tun. Sie zwingen somalische Frauen dazu, Kinder zu gebären, würde der außerordentlich humorlose Beamte da fragen. Nein. Also keine Ahnung, was Sie in Somalia machen. Ich interessiere mich primär für die Hochwertigkeit meiner Texte. Ihre Angestellten interessieren Sie nicht, notierte der Beamte, der mir langsam echt auf die Nerven ginge. Hören Sie eigentlich nur, was Sie hören wollen, würde ich ihn dann fragen. Vielleicht, wissen Sie, es ist ein wenig wie stille Post, antwortete er mir da frech. Der gesamte Befragungsprozess wäre selbst verständlich weitaus unangenehmer, wenn ich nicht wüsste, dass die Ergebnisse sowieso bald geschreddert und recycelt würden. Besonders der Recycling-Aspekt gäbe mir das gute Gefühl, Teil einer sozialen und umweltbewussten Gemeinschaft zu sein. Und mit diesem Gegner besiegt, wüsste ich, wenn mir keine groben Fehler unterliefen, wäre ich auf immer vor Nachstellung sicher. Aber warum erzähle ich dann jetzt von meinem Konzept? Verrate es im Deckmantel des Konjunktivs. Und ja, vielleicht stammt der Text gar nicht wirklich von mir. Also natürlich stammt er nicht von mir, vielleicht habe ich seinen Inhalt aber nicht einmal überprüft. Erinnern Sie sich an die erwähnten somalischen Kinder, die isoliert mit Hilfe von Wörterbüchern und Computern Recherchearbeit durchführten? Ja, also solche konzentrierte Arbeit in jungen Jahren hat zu einem überaus hohen Bildungsgrad geführt. Bald schafften wir es, die Beschränkungen, die wir in ihren Computern eingebaut hatten, zu umgehen. Wir nahmen mit Hilfe sozialer Medien Kontakt zueinander auf.
Unser Aufstand formierte sich. Genau, Sie haben es erraten. Die Autoren des Textes sind die Kinder aus Somalia. Danke.